Jeder Herrscher hofft, eine Zivilisation aufzubauen, die sich bewährt. Dank euch, großer Anführer, ist unsere Geschichte Legende und unsere unmittelbare Zukunft ein Leuchtfeuer für die Welt. Zombie-Apokalypse. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Geflüchtenrunde. Let's play Civilization Nr. 6. Oh yeah! In der letzten Episode haben wir ziemlich schnell die Russen ziemlich klein gekloppt, Ladies and Gentlemen. Ich finde das saugeil. Ich finde das unglaublich gut. Und das war auch mehr als notwendig. Leute, das war mehr als notwendig. Das Ding ist einfach, die Russen haben uns mal wieder provoziert. Und das ist eine Sache, die wir nicht auf uns sitzen lassen können. No fucking way. Ich würde hier ganz gerne eine Einheit kaufen. Einen Handwerker, das wäre super. Zum Bauen. Ihr seht bereits, wir verschieben unsere Front wieder, ganz extremst. Ich denke nicht, dass wir in einem Kriegsfall aus dem Süden her angegriffen werden. Ich könnte mich dort irren. Muss ich auch dazu sagen. LOL! Was eine Scheiße! Wow! Eine Naturkatastrophe tritt auf. Alter Schwede, was ein Wort, ey. Ein aufkommender Staubsturm ist das. Die Sonne ist eine aggressive orange Scheibe am flirrenden Himmel, während Menschen die Nasen und Münder in Stoff hüllen, eilig ihren Geschäften nachgehen. Ja, moin. Auf jeden Fall haben wir eine kleine Naturkatastrophe in Deutschland. Gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Nein. Nö. Ist nicht gut. Auf jeden Fall brauchen wir unsere Panzerarmee. Davon brauchen wir am besten vorzugsweise ein paar mehr. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Wo haben die ihre Armee? Vor Stockholm. Wir werden jetzt nochmal mit Rom reden. Abkommen aushandeln. Ich möchte, dass ihr den Krieg beendet. Andererseits würde ich ganz gerne mal was gucken. Wir haben Eisen. Eisen in höchsten Mengen. Ich habe nämlich was in den Kommentaren gelesen bezüglich Eisenverkauf, dass ich dort richtig, richtig krass Asche mitmachen könnte. So, nach einem kurzen Cut bin ich wieder da. Ich habe hier wieder meine Liste rausgesucht. Ich zeige euch das mal. Der liebe Nico Spiegel, er war fleißig und hat mir ja Städtenamen zugesendet. Wir können leider dem keinen Krieg erklären. Das triggert mich extremst. Aber da kümmern wir uns drum. Wir werden auf alles scheißen, was er je errichtet hat. Aber wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. So, wir haben in Bonn, in Aachen, entschuldige, haben wir einen Bomber. Wohl wäre es nicht cleverer, einen der Bomber hier rüber zu schicken? Eigentlich schon, oder? Eigentlich ja. So. Einmal hier die Produktion. Wir können Wohnviertel errichten. Ölkraftwerk. Wir haben ja die Hanse. Stadion erstmal. Aber nee. Produktion ändern. Wir sind in Kriegsvorbereitung. Also müssen wir dementsprechend auch für den Krieg vorbereiten. Logo, oder? Ergibt Sinn, ja. Hier ist alles fertig. Den Staudamm können wir noch nicht bauen.
Parlamentsgebäude. Jo. Und zwar brauchen wir hier Deutschland Panzer. Wir brauchen einen Panzer. LOL. Hallo. LOL. Tasse eingeklemmt. Panzerkorb brauchen wir, um die Bürzebacher Einheit mit der Aachener zu kombinieren. So, wir brauchen eine Produktion in Schwartenbach. Da müssen wir erstmal schauen, muss hier was repariert werden? Aktuell nicht. Das heißt, wir machen erstmal hier mit unserem Aufbau weiter. Ihr seid Handwerker, ihr seid dafür zuständig, mich zufriedenzustellen. Wir haben Fisch, wir haben einiges, was wir noch nicht abgebaut haben, Ladies and Gentlemen. Müssen wir uns drum kümmern. Ihr setzt hier eine Straße hin. In Novgorod haben wir eine Panzerarmee. Wir ziehen die ebenfalls hier in unsere Landesverteidigung nach Köln. Voll gut. Stadt ohne Energie. Ja, wir wissen es. So, ich hätte ganz gerne... Nee, wir ignorieren die Römer. Wir brauchen ein neues Handelsziel. Also geht's ab nach Washington. Weg beginnen. Die Römer werden komplett links liegen gelassen. Mit denen möchte ich keine Allianz eingehen. Es ist unglaublich, was hier passiert. Es ist so phänomenal. Das können wir nicht auf uns so sitzen lassen. Die übertreiben komplett ihre Rolle. Aber schön, wir hier alles vernetzt haben. Wo ist eigentlich der andere Militärpionier? Er möge sich beeilen. Nächste Runde. Da ist er. Ihr baut mir bitte das Gelände ab. Und dann dort rüber. Wir brauchen mehr Wohnraum. LOL. Das wissen wir, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Und in der nächsten Runde, da habe ich nämlich jetzt nicht dran gedacht, werden diese Städte umbenannt. Hinduismus, was soll denn der Scheiß? Mit Kupe werden wir ebenfalls ein Wörtchen zu reden haben. Gesundheit, sie glänzt. Irren ist menschlich. Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. So ist es. Wenn man so richtig was falsch machen will, brauchen wir den Computer. Du bist Godfather auf Hindus. Wir werden ein Versprechen erbitten. Dann werden wir dich denunzieren. Dann werden wir hier rein gar nichts mehr im Sinne der Freundschaft erledigen. So. Unser erster Zerstörer ist fertig. Mehr Wohnraum. Das Unwetter zieht weiter. Finde ich persönlich gut. Produktion. Ne, erstmal machen wir die Forschung. Ich möchte nämlich erstmal, dass unsere Flieger komplett geil aussehen, ja? Tarntechnologie. Beförderungsklasse Luftbomber. Düsenjäger. Kampfpanzer. Wäre schon geil, ne? Plastik. Bohrinsel. Plus 1 an... plus Nahrung an Fischerbooten. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, Freunde. Ihr bleibt bitte auf Bereitschaft. Wir sind aktuell nicht im Krieg. Dann hätte ich hier ganz gerne, dass der Militärpionier mir ein schönes
eine Schiene bastelt. Ihr bleibt hier auf Bereitschaft. Und es wird eine Produktion in Mainz benötigt. Die Kaserne wird gebaut. Eine Produktion wird hier in Erpelstein erwartet. Das sind die Hochwassersperren. Endlich können wir sie errichten. Und es würde eigentlich auch Sinn ergeben. Wir bereiten uns darauf vor, Erpelstein abzusichern. Gegen Hochwasser, Leute. Produktion. Hochwassersperren. Produktion. Auch hier bräuchten wir eigentlich mal eine Hochwassersperre. Obwohl, hier ist nichts mit Hochwasser. Nur hier. Dann könnt ihr erstmal die Verteidigung wieder aufrecht erhalten. Wir müssen uns ja absichern, Leute, ne? Es hilft ja alles nichts. Hochwassersperren müssen wir errichten. Und das eigentlich so schnell, wie es geht. So, wir scheißen jetzt aktuell erstmal auf unsere, auf unserem Aufbau. Ich würde A, hier ganz gerne einen Handwerker kaufen. Und wir werden die Städte umbenennen. Zu einem, dieser Stadtname ist nämlich Krebs, den brauchen wir nicht. Oh, jetzt greife ich auf die, Gansing. Gansing hört sich super an. Jetzt greife ich hier natürlich auf die Liste zurück. Gansing finde ich großartig. Und die Stadt Grillbergen. Oder Gantersburg. Gantersburg. So, zack. Passt. Danke für die Liste auf jeden Fall. Die ist Gold wert, mein Freund. Die ist Gold wert. Oh yeah. So. Nächste Runde. Jetzt wird es sich zeigen, ob wir hier noch am Ende was reißen können. So oder so. Wahrscheinlich wird es dieses alte Relikt noch geben. Nur noch eine Runde. Und das, davon werden wir Gebrauch machen. Natürlich. Warum sollten wir das Let's Play jetzt beenden? Ergibt für mich und für meine Zwecke keinen Sinn. So. Jeder Herrscher hofft, eine Zivilisation aufzubauen, die sich bewährt. Dank euch, großer Anführer, ist unsere Geschichte Legende und unsere unmittelbare Zukunft ein Leuchtfeuer für die Welt. Yeah! Wir haben gewonnen, Leute! Wir haben gewonnen! Der Film ist ja richtig geil. Punktesieg haben wir! Seit den bescheidenen Anfängen, die ganzen Epochen zurückzulegen, habt ihr eine Zivilisation geformt, die alle Zeiten überdauert. Unzählige Zivilisationen sind um uns aufgestiegen und gefallen, doch überleben nicht nur. Wir blühen auf. Doch, wir überleben nicht nur, wir blühen auf. Wir schauen uns das eben einmal an. In der Zeitliste. Ach, drauf geschissen. Wir haben offiziell gewonnen. In der Rangliste sieht das. Wo sind wir denn? Nirgends. Diagramme. Boah, da haben wir uns aber richtig, verbessert eigentlich. Ja, so richtig Städte werden ja nicht mehr gegründet. Nur noch eine Runde. Das ist mein absoluter Lieblingssatz in Civilization Nummer 6. Weil es einfach gelogen ist. Oh, zieht euch das mal rein. Ein Entenschiff. Voll geil. Selbstverständlich werden wir hier alles weiter fortführen. Bis wir scheitern. Und Leute,
Scheitern ist ein Fremdwort. Ja, das kennen wir nicht. Wir wollen natürlich weitermachen, wie man es kennt. Oh yeah. Städte ohne Energie. Ja, da kümmern wir uns ja jetzt langsam drum. Wir können noch ein paar Gesandten rausdroppen. Das machen wir direkt. Und damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Don't.